Livestreams. Kennt jeder. Mag jeder. Das war krass. Ist erfolgreich. Aber wieso? Warum schauen sich aber Millionen Menschen sowas an? Warum ist das eine Mundharmonika, wenn es auch eine Nasharmonika ist? Vielleicht jetzt noch nicht bei dir oder bei mir. Ich bin heute richtig müde. Aber bei anderen. Und es ist ja erstmal völlig egal, wo du live gehst. YouTube, Justin TV, Twitch, Kick, Mixer, TikTok, Livestreaming. Mittlerweile brauchst du dafür ja keine High-End-Produktionsmaschine mehr, sondern kannst das Ganze auch entspannt vom Handy aus machen. Aber ist das wirklich immer nur was Gutes? Wie kann man 41 Milliarden Euro wert sein, aber keinen Gewinn machen? Wie hält man denn den körperlichen und mentalen Zerfall beim Streaming auf? Warum verspüren so viele deutschsprachige Homo Sapiens scheinbar eine derart tiefe Abneigung gegen Felis Catus? Wie sind wir von live im TV übertragenen Mondlandung zu live vom Computerbildschirm übertragenen Mondlandung auf süßen goldenen Hunden gekommen? Und wenn man sich dann noch anschaut, welche preisgekrönten Papa Plattus und Co. Alter, wir schneiden jetzt die Fetten, nehmen mir die Haare. Oder ich bin... Bruder, woher kam der? Wir haben 2024, raff den. Womit auf unserer Mutter Erde ins Glasfaser komprimiert werden, muss man sich ja dann doch die Frage stellen. Streaming, was ist eigentlich falsch mit dir? Und wenn du noch nicht überzeugt bist, dass das ein wichtiges Thema ist, Astro TV stellt seinen Sender ein. Ja! Weil Astro TV jetzt Streaming kriegt. Nee. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der Live-Mann aus dem Internet. Was ist dein Hot-Take zur Direktsendung über Kabel oder Strahlen? YouTube Live ist besser als Twitch? Keck wie? Ist Just Chatting eigentlich nur ein Synonym für nichts? Kann man Backseat Gaming auch von vorne machen? Du musst dich dispellen. Du musst dich dispellen. Du musst dich dispellen. Ich bin gestorben. Zocken sollte gar kein richtiger Beruf sein. Schreib mir deine Meinung doch einfach unten in den Chat. Ja, weil das hier ist gerade live und du kannst diesen Subcounter live steigen sehen! Ey! Und um unsere offenen Fragen und noch mehr zu klären, habe ich mich einem 10 Tage langen Livestream-Selbstexperiment unterworfen, um unsere Theorien empirisch auf den Grund zu gehen. Mittendrin stand nur dabei. 10 Tage lang habe ich zusammen mit meinem Best Friend Tarek pro Tag mindestens 10 Stunden lang den Stream angeschmissen, gelacht, geweint und vor allem mit euch interagiert. Aber ansonsten Chat! Seid ihr gut drauf! Eins in Chat. Ich weiß nicht, wie funktioniert das. Ich kenne nur die Gamescom. Was ihr aber gar nicht wusstet, ist, dass ihr Teil des Experiments wart. Dieses Selbstexperiment, der Stream und dieses Video wurden dabei gesponsert von Final Fantasy 14. Wir haben nämlich im Speedrun versucht, die komplette Geschichte durchzuzocken. Und falls du dir denkst, Alter, dieses Spiel, was da im Hintergrund läuft, das brauche ich auch. Kein Problem. Einfach diesen QR-Code scannen oder den Tankbuster auf den ersten Link in der Beschreibung quickfasten und du kommst zur kostenlosen Testversion, die mit so vielen Inhalten kommt, dass wir 5 Tage Speedrun dafür gebraucht haben, nur die Hauptstory davon zu spielen. 0 Euro für zeitlich unbegrenzten Spielspaß, 2 Add-ons inklusive und. Das ist nach Adam Riese ein verdammt guter Preis. Also einfach deine Daten eintragen, deine Wunschplattform angeben, also PlayStation, Xbox, Mac oder PC und rein. Außerdem ist die Erweiterung Dawn Trail jetzt erhältlich und kommt mit noch mehr Spaß mit Freunden. Danke an Final Fantasy 14, danke an dich fürs Link klicken, Discord joinen und Achterinhalte mit mir laufen. That said, wie sind wir denn jetzt überhaupt hier gelandet, dass das hier ein richtiger Job ist, bei dem man Steuern zahlen muss? Bevor man so entspannt seinen knackigen Hothgar-Hüftschwung durch Tural in neuer Grafik bewundern konnte oder große Sportevents im TV von vielen Millionen ZuschauerInnen auf einmal als Malen nach Zahlen Komprimierungsartefakt angeschaut werden konnten, sah das krasse RGB-Livestream-Setup noch so und so aus. Bandbreitenprobleme gab es aber damals schon und deswegen hat das 7-Watt-Wunder hier nur 10 Frames auf einmal gesendet. Das hieß damals noch Banddünne. So scheiße war das. Und falls ihr euch fragt, warum das Rumgehopse von Neil Armstrong und Co. nicht ganz so smooth war. Der andere Armstrong sieht in 10 Frames auch komisch aus. Aber ich meine, was täte das nicht? Das Signal musste 1969 aber vom Lunar Module fast 400.000 Kilometer vom Mond aus nach Australien geschickt werden, dann zu einem Kommunikationssatelliten wieder hoch, dann nach Houston und dann noch einmal um die Welt. Das ist 55 Jahre her. Wir haben also wenigstens einen Grund für diese Qualität. Magenta TV hat es beim EM-Achtelfinale nicht aus Berlin nach Berlin geschafft und musste das Ganze dann kostenlos auf YouTube streamen. Niemand hätte damit rechnen können, dass so ein Event von mehr als 3 Leuten geschaut werden würde. Aber bleiben wir doch nochmal kurz bei der Geschichte des Streamings und Perlen der Content-Kreation wie... Riele. Riele. Also jetzt mit der letzten Cutscene finde ich, hat sie sich aus dem Sondermüll rausgekämpft. Im historischen Kontext sinnvoll einordnen zu können. Noch eine Weile vor dem Mann auf dem Mond gab es Ende der 30er im BBC nämlich die ersten Testversuche, ein TV-Signal in Echtzeit zu übertragen. Zu einer Zeit, als TVs noch so aussehen. Darauf jetzt eine Runde zocken, yeah! Aber nicht zu lang, damit deine Augen nicht
scheibenförmig werden? Die allererste Live-Berichterstattung waren dann die 1936er Olympischen Spiele aus Berlin. Ne, das war dann noch sehr analog und damit ist der Arg aus dieser Zeit dann für das heutige Video auch abgehakt. Schreib doch mal in die Kommentare, was du denkst, was dann einer der ersten gestreamten Inhalte im Internet war. Malte, wie er FF14 spielt. Ein Konzert von Metallica. Wer wird Millionär? Und die Antwort ist natürlich der YouTuber Malte Nativ, der das Erfolgs-MMORPG Final Fantasy 14 spielt. Nein, es war B. Einfach ein Konzert von Metallica. Das ist in Zeiten von DMCA und Co. schon ein bisschen funny, sich vorzustellen. Wenn ich heutzutage nur zu close am Original mitsumme, gibt's schon Stress. Eine Note mehr und ich hätte direkt einen Copyright-Strike kassiert wie Metallica von ihrem eigenen Label auf Twitch. Amazing. For Whom the Bell Tolls wurde einfach live mit diesem Track hier ersetzt. Gute Zeiten. Aber bevor Twitch überhaupt Twitch war, hieß der ganze Schuppen 2007 noch JustinTV. Von dem Namen twitch ich jetzt auch. Und 2011 wurde dann die erfolgreiche Nische Videospielstreams als TwitchTV ausgegründet. Das bedeutet, der erste Livestream auf YouTube 2008 war einfach früher als der erste auf Twitch. Was auch immer das für ein crazy Stream war. Hallo Mama. Ich meine, wie die Anfänge des Streams einfach alle Musik waren. Kuba, du hängst nur auf Festivals ab. Fun Fact. Technisch gesehen ist also sogar FF14 länger im Internet unterwegs als Twitch. Im Zuge des Breitbandausbaus und DSL kamen dann immer mehr Leute in den Genuss, sich die StreamerInnen von Welt nach Hause zu transkodieren oder eben selbst einer zu werden. Und wenn du das Ganze auch machst, dann wirst du früher oder später sehr wahrscheinlich über folgende Probleme stolpern. Die Plattform. Nehmen wir an, du hast dich entschieden, einen 10-tägigen Livestream-Marathon mit einem deiner besten Freunde zu machen, indem du zum Beispiel Final Fantasy 14 durchspielen willst und ihr euch überhaupt nicht dabei auf den Keks geht. Geht's dir jetzt besser? Nee. Hast du den Hass jetzt rausgelassen? Nee. Wo machst du das Ganze dann? Ich meine, die größten Player im Livestream-Game sind ja aktuell Twitch, YouTube und ob du willst und nicht, Kick. Aber über die will ich nicht reden. Und technisch gesehen kommen dann alle Plattformen mit ihren Pros und Cons, aber vor allem kommen sie mit einem Commitment. Spült nämlich ein Firmenriese sein ungeliebtes Kind irgendwann die Datenpipeline Richtung Ruheabteil, dann steckst du als Mittelmann oder Frau zwischen Kooperation und Zuschauer ihnen eben mittendrin. Mixer hat es so unter Microsoft nicht mal 4 ganze Jahre durchgehalten. Du machst den Stream an und jemand anderes macht ihn für dich aus. Früher gab es dann noch eine Exklusivregel bei Twitch, dass man unter keinen Umständen auf einer anderen Plattform gleichzeitig streamen darf. Die Audacity! Das ist jetzt vorbei, nur darf man auf Twitch nicht den YouTube-Chat einblenden oder in irgendeiner Art und Weise bevorzugen, was auch immer das bedeutet. YouTube-Chat, du bist dümmer. Oder so, keine Ahnung. Aber stellt euch vor, ihr dürft nur auf ein Pferd setzen und dann wird das vor dem Rennen vom Besitzer einfach eingeschläfert. Aber selbst, wenn deine Plattform der Wahl noch ihre Kurven nimmt, bleiben ja noch ihre ganz besonderen Quirks, die sie eben so einzigartig machen. Du möchtest vielleicht kurz zurückspulen? Ach, pff, non-linearer Content, der die Zukunft war, ist nicht mehr die Zukunft und du sollst doch bitte nur linear Content genießen wie Opa damals im TV. Vielen Dank, Twitch. Du verpasst eine krasse Szene, weil auf einmal Werbung... Lad dir Final Fantasy 14 runter! Tja, das ist jetzt doof für dich. Wiederholen ist nicht. Wiederholen ist nicht. Warte mal, dein Stream ist länger als 12 Stunden. What if wir löschen das VOD einfach direkt, weil wir YouTube sind? Danke, YouTube. Erklär du doch nächstes Mal Square Enix, wo die VODs gelandet sind, weil du länger als abgemacht live warst. Hahaha! All diese Szenen voller Liebe. Einfach weg. What happened? Nee. Nee, ich hab Nein gesagt. Was ist das? Mach Bedarf. Ich wünsche ihn dir. Was will ich denn dem? Was will ich denn mit Little Mo? Let's go. Du bist so ein dummer Hund. Du bist so ein ekelhafter. Und egal, was du davon wählst, die Werbung ist immer crisp, während der Stream aussieht wie ein GIF von vor 20 Jahren. Und klar, die Plattform muss die ganze Datenflut ja auch irgendwie bezahlen. Allein auf Twitch sind zu jedem Zeitpunkt knapp 100.000 Kanäle live. Und um das zu refinanzieren, gibt es dann eben den Atomos Gedächtnis-Move. Hype-Trains, Bits, Kanalpunkte, Power-Ups, Subs und dann auch noch 3,33 € für dich gespendet, warum? Das ist doch ein ganzer Stock-Market an imaginärer Währung. Ich glaube, das ist Krypto, aber nicht verschlüsselt. Power-Ups, Alter, und bei uns kommt man kostenlos im Stream anrufen. Wer bist du denn? Wie geht's dir denn? Ja, ich bin der Glitch. Einfach so. Ich glaube, ich bin gar kein richtiger Kapitalist. Aber als Content-Creator muss ich natürlich trotzdem sagen, dass es schon cool ist, dass wir uns jetzt nicht um die Infrastruktur selber kümmern müssen. Und nehmen wir an, dass du dich mit der Plattform deiner Wahl jetzt auseinandergesetzt hast und alles erstmal läuft. Und alle Probleme, die so eine Kamera, ein Soundboard, PCs und Co. kriegen können, wenn es warm wird, spielen auch keine Rolle mehr. Ich meine, jeden Tag ist unser Soundboard knapp nach 10 Stunden live einfach kaputt gegangen. Why? Dann kann ja noch eine andere Sache kaputt gehen. Du!
Nehmt mich als Beispiel. Das hier ist die Ausgangssituation. Und so sah ich am Ende aus. Nochmal kurzer Refresh. Ich habe ja keinen 24-7-Stream gemacht, sondern wollte an 10 Tagen die gesamte Story von FFXIV durchzahlen. Wir waren also am Ende etwa 120 Stunden insgesamt live. Die gesamte Story haben wir dann auch nochmal auf dem FF14-Abenteurer-Gilde-Kanal zusammengefasst, falls es dich interessiert. Aber wenn ich mir jetzt Subathons oder so von anderen Streamern anschaue. 10, 9, 8, 7, 24. Seid ihr okay? Ihr seid doch krank! Ich wusste ja, dass das Ganze jetzt nicht unbedingt meinem natürlichen Rhythmus entsprechen wird. Ich glaube, was echt scheiße wird, ist, dass ich eigentlich voll der Frühaufsteher bin. Und es hat nur ein paar lange Nächte gedauert bis... Tag 5 ist angebrochen, wir haben 8.50 Uhr. Und ab Tag 7 konnte ich einfach nicht mehr richtig zählen. Also wir haben jetzt, glaube ich, wir haben Tag 6. Sagen wir so, unser Augenringen-Formcheck wurde täglich besser. Oder schlechter, je nachdem. Und ja, nicht nur mein Schlaf hat darunter gelitten. Bist du einfach eingeschlafen, Bro? Bro tot. Tarek? Hast du geschlafen? Du hast geschlafen. Ich meine, unsere Dachterrasse im Office bietet sich natürlich an, darüber zu philosophieren, wie wir den Chat unterhalten oder den nächsten Dungeon bestreiten oder welcher Charakter in einer FF14-Tierliste auf S kommt, aber nun wirklich nicht zum Schlafen. Den körperlichen Zerfall hat außerdem unsere Ernährung sicher begünstigt. Das Gesündeste, das wir gegessen haben, waren 1,5 Kilo Papaya. Auf einmal! Am Papaya-Tag mit dem Papaya-Song aus Final Fantasy XIV, von dem du ab sofort einen Ohrwurm haben darfst. Wir haben natürlich auch was aus dem FF14-Kochbuch gefuttert. Unter anderem haben wir 5 Kilo vegane Mogri-Pancakes bekommen, aber die hat Jonas gemacht und nicht wir selbst. Und sonst so? Ich sag's mal so. Die Marmeladenoma heißt ja auch nicht Frischobst-Tante. Pizza, Burger, Pizza, was auch immer das hier ist. Was auch immer das hier ist. Ich hab einfach den Atomos-Gedächtnis-Move gemacht. Ich hab alles in mich reingestopft. Und ich meine zu behaupten, der Lifestyle von Streamern läuft auf gestellten Nackenmuskeln eines sehr belastbaren und stabilen Partners. Oder man ernährt sich halt mindestens fragwürdig und eure Wohnung sieht auch aus wie meine. Und hier aufgeräumt habe ich jetzt auch nicht. Also ich habe immer das Gefühl, so... Und da, wo der Körper vielleicht ja noch durchhält, versagt dann ja irgendwann der Geist. Wir hatten durchaus mentale Spitzenleistung. Ich habe Barbarizia mit 0 Toten First Try gelegt, aber ich habe auch meine Mutter zum Muttertag angeschrien. Mama, I love you! Viele Grüße von mir. Es war ein Schrei aufs Liebe, aber es war halt auch ein Schrei. Es ist halt überraschenderweise extrem anstrengend, die ganze Zeit zu unterhalten, zu reden, zu spielen und irgendwann auch einfach zu existieren, ohne sich gegenseitig zu nerven. Sind zu weit? Um abzubrechen. Um aufzugeben. Aber ich habe drüber nachgedacht. Und ihr kennt das. Über Stream werden ja Freundschaften geschlossen. Ich Kamil. Aber es sind ja auch schon so einige Streamer-Freundschaften wieder zerbrochen. Alti, hör auf zu fallen! Manchmal reichen dafür 2,50 Euro, manchmal muss es schon ein Rare Drop in einem Videospiel sein. Ganz konkret gibt es in dem Game den Starbird am Ende vom Sterngrab-Dungeon zu ergattern. Der droppt aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von weit unter 1% und dann können alle MitspielerInnen auch noch darum würfeln. Und ich sag's mal so, ich hab den mit Ansage tatsächlich ergattert. Verrückt! Er setzt sich auf deine Schulter, Tarek! Das ist krass! Was? Starbird. Ja. Würdest du sagen, du hast den Herrn Malte nativ gegönnt? Ich gönne Malte ja echt viel, aber nicht diesen Vogel. 2,5 Jahre habe ich diesen Scheiß Vogel. Ich würde sagen, wir sind als gute Freunde gestartet und als beste Freunde aus dem Stream hervorgegangen. Und das, was uns dann durch mentale, freundschaftliche und körperliche Krisen gepusht hat, war, neben FF14, das nun mal ein nice Game ist, die Community. Ihr. Zu wissen, dass wir nicht alleine sind, sich jemand unseren Kram reinzieht und uns im Game supportet und, und. Um es mit den Worten des zerstörten Tag 7 Badewannen-Maltes zu sagen. Mir sind noch nie so viele Insider und Co. eingefallen oder entstanden wie in den letzten 7 Tagen. Ich habe zwischendurch von unseren Insidern geträumt. Ich mach auf, das erste Mal, was ich denke, ist einfach Mool. Big Moody Night. Und ich sag's mal so. I love you. Aber wir sind dümmer geworden und mit der Zeit seid ihr das auch. Und damit kommen wir dann zu der nächsten Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie die Sache mit dem Essen, auch eine subjektive Erfahrung ist oder generell bei Streaming passiert. Aber je später der Abend wird, desto unverständlicher auch die Fragen im Chat. Schaust du Anime? Das ist auch zu fragen, wie liest du Buchstaben? Seit wann streamst du schon? Wie heißt
heißt dieses Spiel? Das steht doch da und da. Unterm Strich kann ich also nur sagen, 10 von 10 would stream again. Ach Mann, das mache ich ja sogar regelmäßig hier auf twitch.tv/malternativ mit neuen Emotes, Dawntrail und auch liebgemeinten Necken und guten Freunden. 3 zu 1 für Tarek, geil, du bist so ein dummer Hund, du hast mich den ganzen Tag schon genervt heute. Oh mein Gott. Aber habe ich vielleicht was zum Thema Streaming vergessen? Schreibt's in die Kommentare und an dieser Stelle nochmal Danke an FF14 für die Möglichkeit, das Event so umzusetzen und einfach mal 10 Tage nicht normal zu arbeiten, ein Set aufzubauen, Technik und Co. Das war jetzt alles nicht umsonst und Real Rap, ohne das Event hätte ich vermutlich gar nicht mehr gestreamt. Also zeig deinen Support gerne, indem du dich für die kostenlose Testversion von Final Fantasy 14 registrierst. Tschüss! Und ich würde sagen, ihr rate jetzt einfach mal so einen richtig guten YouTuber. Ach, schau mal, Alter. Malternativ macht gerade einen Poolstream. Das bin ich. Das war der Witz.